Ja, Ende Juni. Das Korn hier steht ja in voller Pracht und kann bald eingefahren werden. Und Rotenkirchen, das ist das, was ihr da im Hintergrund seht, liegt hier noch im Tiefschlaf. Ja, ich bin jetzt hier schon am Fuße des Höhenzuges mit dem Namen Alsburg und werde mich jetzt hier auf meine, ja, kurze Wanderung hoch Richtung Burgruine Grubenhagen begeben. Und ja, dort mal schauen, was mich da zum Sonnenaufgang erwartet. Ja, der Sonnenaufgang wird so in 10, 15 Minuten sein. Das heißt, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit ich noch ein bisschen was vom Sonnenaufgang mitkriege. So, gehen wir mal los. Lässt sich erahnen, der Sonnenaufgang hat jetzt begonnen und ja, hier geht es jetzt gleich direkt rein in die Burganlage. Ja, das heißt, Sonnenaufgang steht bevor und ja, noch ein paar hundert Meter, dann müsste ich oben an dem alten Bergfried angekommen sein. Ja, die Burg Grubenhagen, ne, wurde wahrscheinlich Ende des 12. Jahrhunderts erbaut. Man weiß es nicht genau, sie wurde erst 1263 das erste Mal urkundlich erwähnt. Man vermutet natürlich mit dem Bau der Burganlage hier oben einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem neu ausgerufenen Fürstentum Grubenhagen, sodass wahrscheinlich mit Ausrufung hier oben dann auch die Burg entstanden ist. Ja, sie war allerdings nie wirklicher Sitz der entsprechenden Fürsten, sondern die haben sehr wahrscheinlich ihren Hauptsitz gehabt, da bei Salzerhelden auf der Heldenburg. Das liegt ein ganz kleines Stück nordöstlich von hier oder teilweise dann halt auch schon oben im Harz. Ja, die Burg hat 1448 Schlagzeilen gemacht und ging durch die Presse quasi. Da hat nämlich Heinrich III. Raubzug gestartet bei Hofe Geismar und hat auf dem Rückweg sogar noch Geiseln genommen, um Lösegeld erpressen zu können. Und dann hat sich schnell ein großes Bündnis gebildet, das diesem Treiben von Heinrich III. Ein Ende setzen wollte. Und deswegen musste Heinrich III. Sich hier oben auf der Burg Grubenhagen verschanzen. Und es kam zu einer Belagerung dieser Burg. Und letztendlich musste Heinrich III. Dann aufgeben. Die Burg fiel in die Hände des Bündnisses und dort wurde dann überlegt, was mit dieser Burg geschehen soll. Teilweise wurden Stimmen laut, man solle die Burg schleifen, sprich dem Erdboden gleich machen, dass sie hier nicht mehr als Rückzugsort dienen kann für, ja, diese marodierenden Fürsten, die meinen, in der Gegend plündern zu dürfen. Andere wiederum wollten die Burg erhalten, um sie selbst als Außensitz ihres eigenen Fürstentums nutzen zu können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Burg wurde danach, nach dieser Belagerung, nie wieder richtig genutzt, sondern ja, verfiel mehr und mehr. Und heute ist von dieser Burganlage, von dieser großen Burganlage, nur noch ein 17 Meter hoher Bergfried übrig geblieben. Das ist ein, ja, 6 Meter breiter Turm, der sogar begehbar ist, sofern man denn den Schlüssel hat. Allerdings, der Schlüsselwärter, der wohnt unten in Rotenkirchen. Und ich wollte heute Morgen um 4:30 dort noch nicht klingeln und fragen, ob ich den Schlüssel bekommen kann. Da habe ich mich nicht getraut, da wollte ich auch nicht den Zorn auf mich ziehen. Ja, ansonsten wurden hier oben archäologische Ausgrabungen getätigt. Es wurden viel Keramikstücke und Utensilien des Alltags gefunden, aber auch im Umfeld dieser Burg hier wurden dann, ne, aus Belagerungszeiten dann noch weitere Waffenstücke gefunden und Anzeichen, die auf diese Belagerung hindeuten. Ja, und heute, wie gesagt, ist dann nur noch der Bergfried vorhanden. Aber wenn man dann den Bergsporn hier oben 295 Meter über Normalnull erreicht hat, hier, dann merkt man, auf einmal haben wir hier wie künstlich wirkende Wallanlagen.
mit steil abfallenden Hang. Und deswegen scheint hier zumindest eine Absicherung der Burg gewesen zu sein. Wir haben hier eine große Wallanlage. Ich hatte auch in Erfahrung gebracht, die Burg bestand aus mehreren Bereichen, vorgelagerten Wallanlagen und. Und ich vermute mal, dass dieses hier wegen der Größe dann auch eine der Hauptwallanlagen war, bevor man jetzt in die Burg hineinkommt. Und man kann sehen, nach dieser großen Wallanlage haben wir hier einen tiefen Graben, bevor es dann wieder steil nach oben geht. Also eine gute Absicherung dieser Spornburg, wie man es denn ja auch von früher kennt. Hier auch gut zu erkennen, der Graben. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier in die Hauptburg. Und ich kann ihn schon sehen, den Bergfried. Er schimmert hier schon und er strahlt hier im ersten Sonnenlicht. Also quasi perfektes Timing. Ja, wie ich das natürlich bei meinen Planungen gewohnt bin. Ja, man kann ihn ein bisschen erahnen, den Bergfried, 50, 70 Meter, dann sind wir da. Ja, der Bergfried hier, die ehemalige Burg Grubenhagen, ist erreicht. Ich befinde mich jetzt hier im Hauptteil der Burg, ja, und genieße jetzt, man kann es schon durch die Bäume erkennen, den Sonnenaufgang, der da im Osten gerade beginnt. Herrlich, hier oben ein schöner großer Platz und viele Bänke hier, eine Möglichkeit hier ein Lagerfeuer zu machen. Und man erkennt es auch hier, der Anbau an den Bergfried, der ist neueren Datums, der hat sogar einen eigenen Kamin. Und auch dieser Anbau kann hier oben für Feierlichkeiten genutzt werden. Also hier ein sehr beliebtes Ausflugsziel der Region und wie gesagt auch für Zusammenkünfte nutzbar. Herrlich, 17,5 Meter hoch, ich habe es gesagt. Man kann sich den Schlüssel besorgen, allerdings habe ich aus den bereits erwähnten Gründen davon abgesehen. Herrlich. Ja, hier oben das Hauptgebiet, der Bergsporn hier steil abfallend ringsrum. Deswegen war die Belagerung 1448 auch zunächst wenig erfolgreich, denn die Burg ist hier hervorragend auf dem Bergsporn gesichert. Ja, ich denke mal, es wird Zeit, dass wir uns hier das Gebiet der Burg Grubenhagen mal von oben anschauen, um zu sehen, wie diese Burg ja in früherer Zeit auf die umliegende Bevölkerung gewirkt haben muss. Eine mächtige Burganlage. Ja, und heute hier nur noch der Bergfried als Ausflugsziel. Oh, schauen wir uns mal von oben an, was? Grubenhagen ist eine Ruine einer mittelalterlichen Burg aus dem 13. Jahrhundert unweit von Einbeck im südlichen Niedersachsen. Die Burgruine liegt auf einer 298 Meter hohen Bergkuppe im Höhenzug Alsburg. Am Fuße des Höhenzuges Alsburg liegt Rotenkirchen. Von hier kann man die Burg über einen schmalen Waldweg erreichen. Man vermutet die Bauzeit der Burg im 12. und 13. Jahrhundert. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Burg um 1263. Heute kümmert sich der Burgverein Grubenhagen um die Burganlage. Der Bergfried wird in Schuss gehalten und der angrenzende ehemalige Pferdestall kann heute für Veranstaltungen genutzt werden. Ja,
herrliche Impressionen hier von der Burgruine Grubenhagen mit ihrem doch sehr dominanten 17 Meter hohen Bergfried. Ja, man hat es von oben gesehen, der Bergsporn, sehr schön zu erahnen, wo hier einst die mächtige Burganlage Grubenhagen gestanden hat. Man muss sich natürlich auch vorstellen, zu der damaligen Zeit waren die Wälder weitestgehend baumfrei hier, die Berge. Und dementsprechend war natürlich die Burgruine hier oder die Burg Grubenhagen weithin sichtbar. Ja, hier an dem Nebengelass haben wir hier nochmal so eine Art Unterstand, wo einiges aufgestellt ist. Hier ein Grill und so weiter. Aber das Interessante sind hier ein paar alte Zeichnungen. Und hier haben wir eine Zeichnung, wie einst die Burg hier oben ausgesehen haben muss. Hier der mächtige Bergfried. Hier eine alte Stichzeichnung. Und man kann sehr gut erkennen auf diesen Zeichnungen, dass hier oben ja kaum Baumbewuchs bestanden hat. Ja, hier nochmal Bilder der alten Burgruine vor der Restaurierung und das heutige Ausflugsziel hier oben oberhalb von Rotenkirchen. Ja, herrlich, toll gemacht, mit viel Liebe und Aufwand gepflegt. Da merkt man, dass diese Burgruine den hiesigen Bewohnern am Herzen liegt und deswegen auch ein tolles Ausflugsziel hier in der Region. Ja, etwas weiter nordöstlich gelegen, da haben wir die Burgruine der Heldenburg bei Salz der Helden. Auch ein sehr tolles Ausflugsziel hier in der Region. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, da vorne, man sieht, es ist alles eingezäunt hier. Und das hat auch seinen Grund, denn wenn wir hier mal einfach kurz hier herunter schauen, dann erkennt man, wie steil hier der Bergsporn abfällt. Und da wird es auch deutlich, dass eine Eroberung wirklich sehr, sehr schwer war. Und ja, man hat es ja 1448 gesehen. Es war ein ganz schönes Unterfangen, hier die Burganlage zu erobern. Also eine lange Belagerungszeit war notwendig. Ja, deswegen die Einzäunung. So, und für mich geht es da jetzt wieder runter, zurück Richtung Parkplatz. Ja, da hinten. Da ist der Bergsporn und der Bergfried ist da noch schön durch die Blätter oder Äste der Bäume zu erkennen. Ich bin jetzt schon wieder ein ganzes Stück weiter gegangen vom Bergsporn weg und habe mich dann aber dazu entschieden, hier so einen kleinen Stichweg herunter zu gehen, der hier nochmal durch das Herzstück hier der Verteidigungsringe führt. Und hier kann man zum Beispiel schön sehen, wie hier auch wieder ein breiter Graben bestanden hat. Hier bin ich wieder auf einer äußeren Wallanlage, die zum Verteidigungsring hier der Burg Grubenhagen gehört. Also man merkt, die Eroberung der Burg hier, ja, fast unmöglich. Manchmal ist eine Burgeroberung auch nur eine Frage der Zeit, denn ja, die Belagerung hat ja sehr lange gedauert und irgendwann gehen einem vielleicht auch die Vorräte aus. Ja, der Weg hier nicht mehr auf breiten Naturpfaden, sondern hier auf einem schmalen Trampelpfad wieder runter vom Bergsporn. Ja, und dann müsste ich hier auch nach ein paar 100, 200 Metern dann auch wieder unten am Auto, am Parkplatz ankommen. Ja, schauen wir mal. Ja, sehr schön. Da oben, da war die Burg Grubenhagen und ich bin jetzt hier schon fast wieder hinabgestiegen, hier noch ein kurzes Stück, dann müsste ich am Parkplatz ankommen. Ja, das war mein Video hier von der Burgruine Grubenhagen. Ein herrliches, familienfreundliches Ausflugsziel, das allerlei Historisches zu bieten hat. Und hier natürlich hervorragend in Schuss gehalten, der Bergfried in einem sehr bemerkenswert guten Zustand, wenn man bedenkt, dass die Burgruine hier oder die Burg Grubenhagen schon im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Ja, viele, viele Mücken hier oben. Man darf also nicht zu lange auf einem Platz stehen bleiben, weil dann wird man sehr, sehr schnell leer gesaugt. Ich habe es da oben schon gemerkt und sicherlich den ein oder anderen Liter Blut dort oben zurücklassen müssen. Ja,
Wenn euch dieses kurze, herrliche Video von der Burgruine Grubenhagen gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Das freut mich. Vielleicht kann sich ja auch der ein oder andere von euch durchringen, ein Abo da zu lassen. Das bringt mich weiter vorwärts. Das lässt mein Herz höher schlagen. Und falls ihr das machen solltet, an der Stelle schon mal schönen Dank. Ja, schaut mal durch meinen Kanal. Dort findet ihr viele weitere tolle Ausflugsziele hier im Leinebergland, aber auch im Weserbergland oder in dem weit nördlich gelegenen Kahlenberger Bergland. Viele tolle familienfreundliche Ausflugsziele und bei jeder Wanderung unten in der Beschreibung ein Link zu einer Wanderkarte, wo er die Wanderung, die ich da ja cineastisch festgehalten habe, dann auch mal nachwandern könnt, wenn ihr denn wollt. Ja, mein Weg führt irgendwo hier jetzt lang. Gefühlt würde ich sagen, da lang. Aber schöner sieht es da aus. Ich will mal schauen. Ich habe mich hier so ein bisschen verfranst während meines Geredes. Ja, aber irgendwie werde ich schon zum Parkplatz finden. Boah, und während ich hier auf der Suche des Parkplatzes bin, sage ich schon mal Tschüss, euer Sprüdi, und verabschiede mich hier mit ein paar schönen Impressionen vom Bergsporn mit der Burgruine Grubenhagen. Macht's gut.